Abschließend kommen wir jetzt noch zur aus meiner Sicht Königsklasse der Kaffeevollautomatenreinigung, und zwar der Reinigung der Brüheinheit. Das ist bei vielen Kaffeevollautomaten überhaupt nicht möglich, beziehungsweise nicht so einfach, und dementsprechend ist gerade dieser Bereich extrem anfällig für Schimmel und Unreinheiten. Bei der Eco 6 ist das aber überhaupt kein Problem. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dazu müssen wir das Gerät aber zunächst mal ausschalten. Ihr seht hier jetzt auch noch, wenn ihr das Gerät ausschaltet, spült es ebenfalls kurz nochmal durch. Was auch gewährleistet, dass keine Rückstände zurückbleiben. Und ihr seht hier, ein bisschen Kaffee kommt eben noch raus, weil es noch im System war, und das wird jetzt ausgespült und stellt so sicher, dass nichts zurückbleibt und der Kaffeeautomat ruhig auch mal 2-3 Tage unbenutzt dastehen kann. Wer vermeiden will, dass diese Rückstände auf der Maschine bleiben, der stellt einfach ein Glas oder eine Tasse unter. Wie ihr seht, habe ich den Kaffeevollautomaten jetzt erstmal gedreht, da sich die Öffnung mit der Brüheinheit an der Seite des Kaffeevollautomaten verbirgt. Das macht man jetzt einfach mal auf. Und ihr könnt jetzt hier schön die Brüheinheit des Kaffeevollautomaten sehen. Und wenn ihr genau hinschaut, hier auch schon einige Verunreinigungen. Und genau die wollen wir eben beseitigen. Um die Brüheinheit herauszunehmen, müsst ihr zunächst diesen Hebel hier nach links ziehen, dann hier drücken und jetzt lässt sich die Brüheinheit herausnehmen. Ihr seht hier jetzt eben ganz schön, wenn man sich die Brüheinheit mal anschaut, wie viel Kaffeereste sich eigentlich schon gesammelt haben, und das sollte man eben ab und an putzen, damit die Rückstände sich hier nicht verfestigen oder sich gar Schimmel bildet. Selbiges gilt natürlich auch für den Innenraum der Maschine, denn ihr könnt hier sehen, dass hier eben auch Schmutzablagerungen sind. Die Brüheinheit reinigt ihr ganz einfach unter klarem Wasser, nehmt vorher noch diesen Deckel ab, und auch hier seht ihr wieder die Kaffeerückstände, die sich mit der Zeit ansammeln. Ihr seht, nach einer kurzen Dusche ist hier alles wieder sauber und man kann die Brüheinheit wieder zurück in den Kaffeevollautomaten packen. Und damit bin ich auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, ihr habt nun einen guten Überblick über die diversen Reinigungsmöglichkeiten, die uns die Siemens EQ 6 an die Hand gibt und die ihr auch dringend nutzen solltet, denn die Hygiene ist beim Kaffeevollautomaten extrem wichtig. Ich persönlich leere den Auffangbehälter unten jeden Abend, einfach so, wie wenn ich das Licht in der Küche ausschalte. Das Milchsystem reinige ich immer, wenn ich ein Milchgetränk zubereitet habe und weiß, dass ich in den nächsten Stunden das Milchsystem nicht mehr nutzen werde. Und bei der Brüheinheit, da versuche ich zumindest einmal die Woche eine komplette Reinigung durchzuführen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen und möglichst lange mit dem Kaffeevollautomaten Freude zu haben. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt die doch einfach in den Kommentaren.